Im Jahre 490 nach Christus zeigte der heilige Erzengel Michael durch eine Reihe wundersamer Ereignisse, dass er eine Grotte in Gargano, Italien, als Schrein zu seiner Ehre ausgewählt hatte. Er erschien dem Ortsbischof und erklärte ihm, wie einzigartig und besonders diese Grotte für ihn sei. Zitat: Ich bin der Erzengel Michael und bin immer in der Gegenwart des Herrn. Diese Grotte ist mir heilig. Ich habe sie mir ausgesucht. Ich selbst bin sein wachsamer Wächter. Zitat Ende. Während die meisten katholischen Kirchen vom örtlichen Bischof mit heiligem Grisamöl und Segensgebeten geweiht werden, benötigte die Grotte keine solche Weihe, denn, wie St. Michael dem Bischof sagte, Zitat: Diese Kirche muss nicht mehr geweiht werden, da ich sie zu meinem Sitz erwählt habe, habe ich sie selbst geweiht. Zitat Ende. Der heilige Erzengel Michael erschien am 25. September 1656 während der berühmten Pest erneut und sagte zum Bischof, Zitat: Ich bin der heilige Erzengel Michael. Jeder, der die Steine dieser Grotte benutzt, wird befreit. Zitat Ende. Jeder, der einen Reliquienstein aus der Grotte im Glauben bei sich trug, wurde auf wundersame Weise von der Pest befreit. Doch schon vor der letzten Erscheinung galt die Grotte bei Pilgern jahrhundertelang als einer der vier wichtigsten Wallfahrtsorte in ganz Europa und wurde sogar von 7 Päpsten besucht. Der heilige Franziskus von Assisi hielt eine Fastenzeit von St. Michael vom Hochfest Mariä Himmelfahrt am 15. August bis zum Fest der Erzengel am 29. September. Und einmal kam er während dieser Fastenzeit auf Pilgerreise und betete für 30 Tage und Nächte außerhalb der Grotte. Am Ende fühlte er sich nicht würdig, die Grotte zu betreten, also kniete er nieder, küsste einen Stein außerhalb der Grotte und schnitzte ein T hinein. Im Laufe der Jahrhunderte haben Exorzisten die St. Michael-Reliquiensteine aus der Grotte verwendet, um die dämonisch Besessenen und diejenigen zu befreien, die Befreiung brauchen, weil sie besessen, in Klammern geistig, oder umsessen, in Klammern körperlich, sind. Der heilige Pater Pio schickte oft Personen, die Befreiung brauchten, in die Grotte von St. Michael und sie wurden befreit. Pater Ripperger, ein Exorzist, erklärt, wie erfolgreich er diese St. Michael-Reliquiensteine zur Befreiung der von Dämonen Besessenen eingesetzt hat. Zitat: Die Grotte hat diese kleinen Steine. Ich hatte phänomenalen Erfolg. Eine Frau war besessen und es dauerte nur 3 Mal, um sie zu befreien. Danach hatte sie keine Probleme mehr und das war das erste Mal, dass ich eine benutzte. Seitdem benutzte ich ihn, in Klammern St. Michael Reliquienstein, Klammer zu, die ganze Zeit. Zitat Ende. Pater Ripperger empfiehlt, dass wir einen St. Michael Reliquienstein als Sakramentalie für die Fürsprache, Befreiung und den Schutz des mächtigen Erzengels bei uns tragen. Pater Gabriel Amort, der Exorzist des Vatikans, mittlerweile verstorben, sagt auch, Zitat: Die Reliquien von Heiligen, die unsere besonderen Patrone sind, sind ebenfalls wirksam. Zitat Ende. Sancte Michael Arcangele.
defendenos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli estu presidium. Imperet illi, Deus supplices te peccamur. Tuque princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignus, quiat perditionem animarum pervagando in mundo, divina virtute in infernum detrute. Amen. Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis. Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis. Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis.